Ton läuft, Hauptkamera läuft und die Schrägkamera läuft. So, okay. Ich hoffe, ich habe alles hier irgendwie genullt. Ja, ab Start habe ich auf jeden Fall genullt. Langzeit läuft schon ein bisschen, bin ich gefahren und vor mir ist jemand gefahren, ne? Sodass wir hier auch ab Laden etwas drin haben. 21 ist die Vorgabe. Ja, das Auto soll ja eigentlich auch wieder irgendwelche 16 Kilowattstunden, 16,5, 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer können. Nicht ideale Bedingungen. Was haben wir heute? Obwohl, haben wir heute 7,5 Grad und winterlich zwar ein bisschen, aber ansonsten gar nicht so kalt, ne? Wir gucken mal kurz hier rein. Was haben wir denn eigentlich für eine Version hier im Auto? Systeminformationen. Ja, das ist eine 0783. Ich glaube, auch alle ID4s sind mit 0783 ausgeliefert worden. Nein, ich will nichts sagen. Und ja, so. Und deshalb auch die Navigation ist 2011. Das kenne ich. Das habe ich auch von meinen anderen Fahrzeugen schon gesehen. Das macht ja schon ein Update. Okay, also das ist jetzt hier mal unser Stand der Dinge. Und ich erzähle euch jetzt hier auf der Fahrt zur Arbeit, wo soll ich denn auch sonst hinfahren? Ah, ich muss hier, glaube ich, in die Navigation selber reingehen. Ich sollte aber da schon was gespeichert haben. Ziele, Favoriten, zur Arbeit. Das will ich ja eigentlich machen. Und starten wir mal. Wir schauen uns das an. Ich glaube, wir haben heute Morgen keine Probleme. Er sagt hier ein paar Baustellen. Ansonsten haben wir eigentlich alles gut auf der Autobahn. Ja, genau. Und diese Route nehmen wir auch und wir schalten uns das hier wieder um. Ihr merkt schon, ich habe hier ein bisschen schon dran rumgespielt und mir das schon eingestellt, wieder so, wie es jetzt hier bei mir sein soll. Bin allerdings nicht ganz sicher, ob ich alles eingestellt habe. Deshalb kurz hier rüber. Dieses Auto hat ja Vollausstattung. Ob wir hier eigentlich alles aktiviert haben. Ihr seht schon hier, das hat er nicht aktiviert. Vorausschau der zulässigen Geschwindigkeit. Der Lane Assist ist komplett an. Wir machen auch mit Lenkradvibration. Der ACC ist an, ist auf Mittel, ist alles hier gewählt. Alles klar, so lassen wir das. Der Side Assist, also die toten Winkelwarner sind auch an. Nein, das ist kein automatisches Überholen. Verkehrszeichenerkennung, die machen wir auf 5 mehr und nur mit Anzeige. Das ist auch okay. Der Eco-Assistent ist auch an. Das heißt, auch im D-Modus rekuperiert er dann. Front Assist ist komplett an auf früh, alles so wie ich das haben will. Und der Emergency Assist ist auch an, wer den ausschaltet, ist echt fahrlässig. Cool, also ich denke mal, hier ist alles an, was wir so brauchen. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch irgendwas umkonfigurieren müssen. Halt, ein bisschen andere Anordnung hier bei mir, ob im Setup noch was los ist. WeConnect brauche ich nicht, Systeminformationen hat man schon, wir sollten oben anfangen. Car2X-Kommunikation ist aktiviert, also falls ich jetzt hier irgendwie ein Car2X hätte, dann wäre das auch machbar. Ansonsten ist hier alles an. Ich will, glaube ich, Ton für Bedienflächen, Annäherungsautomatik, die mache ich gerne aus. Alles andere lassen wir auch mal an. Und Zeit ist klar, haben wir, Sprache haben wir, Tastatureinheiten brauchen wir alles nicht, WLAN brauchen wir nicht, mobile Geräte brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, wir haben es. Ich habe auch das CarPlay schon connected. Könnten wir also auch während der Fahrt mal hier noch aufs CarPlay umsteigen. Hier ist ja zum Beispiel auch neu Battle Road Planner. Ja, also das ist schon hier auf dem großen Display, sieht das gar nicht schlecht aus. Hat ein bisschen Verzögerung, merke ich jetzt trotz allem der neuen Software. Also Battle Road Planner wäre hier nochmal interessant. Wir fahren jetzt im Moment mal mit der Normal-Navi. Die ist auch an und ich glaube, der Ton ist aus. Ja, wir haben hier tatsächlich ein bisschen, Auto holt es an, ein bisschen Probleme mit der Geschwindigkeit hier. Einmal gedreht ist wieder auf D, wie gehabt, zweimal gedreht auf B. Also da sind sich die Autos komplett gleich. Wir lassen es mal, Rückfahrkamera auch, haben wir auch. Und da ist auch, glaube ich, kein Unterschied. Doch, da hat es irgendwie noch was anderes. Ah, da hat es eine andere Ansicht nochmal. Da versucht er hier rundum was anzuzeigen. Oh, das versuchen wir mal beim Einparken dann zu verwenden. Und hier habe ich die Ansicht, die habe ich im ID3 auch. Und genau so. Ich muss mal gerade gucken, er macht da gerade hinten was.
Parkassistent, Einstellung der Parkhilfe, alles aktiviert und alles so auf Mittel, das ist okay. Der Scheibenwischer geht hinten an, das kann man irgendwo noch ausschalten, dass der nicht angehen soll. Aber das ist jetzt tatsächlich noch was Neues, dass er hier mir so eine Rundum-Ansicht da macht. Weiß nicht, kann ich mal nach vorne fahren ein Stück, dann sieht man das vielleicht. Ja, seht ihr jetzt hier? Tatsächlich hat er also. Ey, das habe ich auch nicht gewusst, dass er das hat. Also, schon hier was Neues entdeckt und wir fahren jetzt aber hier auch mal ab. Sorry. Alles klar. Wie fährt sich das Auto? Die ersten Meter. Ja, es fühlt sich etwas größer an, aber erster Eindruck immer noch sehr sportlich. Ich fahre gerade, müssen wir gerade hier den Modus angucken, im Komfort. Ja, kann man aber auf Eco auch nehmen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich ihn neu einschalte, geht er immer jetzt auch mit der Anzeige auf Komfort. Können wir uns nochmal angucken. Wir machen mal wieder bewusst auf Eco zurück. Halt, ich muss das ja so machen und hier drücken. Ist nicht ganz konsistent hier in der Bedienung. Ich falle immer noch drauf rein. Ah, ich sehe ein Augmented Reality. Seht ihr natürlich jetzt hier nicht. Leider regnet es. Na gut, ich mache hier auf jeden Fall auch für euch den Test im Regen. Klar. Wir fahren unsere Standardstrecke und gucken jetzt auch mal, was er hier so uns anbietet am Navigation und machen das einfach mal mit dem eingebauten Navi. Ich kann hier mal die Helligkeit noch etwas zurücknehmen. Das ist auch noch etwas, was unbedingt VW noch nachbessern muss mit dem Helligkeitsregler von den ganzen Einheiten und dass das auch tatsächlich so eine Nachtschaltung irgendwie hat. Das wäre noch cool. Ja, merkt man was so im ersten Fahren jetzt hier vom Motor, dass das ja der eigentlich stärkste Motor aus dem ID.3 ist und damit nicht unbedingt der stärkste Motor, den vielleicht so ein Auto haben könnte. 150 kW, um die 200 PS sind das ja dann. Erster Moment dachte ich, ja, ist in Ordnung, ist jetzt nicht super sportlich. Bin ja auch nicht in Sport gefahren, muss man ganz klar sagen. Ja, okay, wir schalten noch mal zwischen den bisschen den Fahrmodis um, vielleicht. Kann ich dann noch mehr dazu sagen? So, wir biegen aber hier mal ab. Head-Up-Display ist bei mir natürlich jetzt hier drin und das Augmented Reality ist auch eingeschaltet. Habe ich jetzt so ja noch kein so viel Gefühl dafür, weil ich das noch nicht in meinem ID.3 hatte. Wir adaptieren aber gleich mal hier den Travel Assist und schalten den ein. Mache hier auch mal die Ansicht darüber und lasse das Auto jetzt mal ein bisschen auch im Travel Assist schon fahren. Ist also tatsächlich hier Vollausstattung. 58.000 Euro, soweit ich das mir ohne Förderung mal konfiguriert habe. Ich habe schon mal eine Konfiguration ja vom ID.4 gemacht. K2X heißt natürlich jetzt auch, jetzt werden hier die Ampeln erkannt. Nee, unsere Ampel ist keine K2X. Ah, ist ja auch grün, okay. Dann kann ich wieder weiterfahren. Ja. Wir sind hier auf 50. Schauen wir mal, ob er die 100 uns da vorne erkennt. Hier ist das Aufhebungszeichen. Und jo, jetzt, ihr seht es sowohl hier als auch man hier und auch da. Also man sieht es überall gerade. Setup-Display erscheint mir gerade hier sogar relativ hell. Ja, das ist cool. Ich habe hier eine Fehlermeldung. Was ist das? Ja, das Webradio ist hier nicht verfügbar, weil kein WLAN dran ist. Kann man also vergessen. Gut. Ja, erster Eindruck ist, es ist ein größerer ID.3, hat man so den Eindruck hier von innen. Weil das Display ist größer, sie haben aber noch nicht so arg viel draus gemacht. Also hier sind ja jetzt nicht unbedingt mehr Kacheln zu sehen, die Kacheln sind bloß größer. Also das erinnert mich dran, wo zum ersten Mal so größere iPhones rauskamen oder iPads. Da war das auch so, da hatte Apple das noch nicht so richtig sich überlegt, dass man ja auf der größeren Fläche mehr unterbringen konnte. Da waren die nur ein bisschen größer gemacht. Ist auch so dieser Effekt, wenn du eine iPhone-App auf dem iPad zum Beispiel startest, die kannst du ja auch so groß zoomen. Also so habe ich jetzt tatsächlich gerade den ersten Eindruck hier für euch. Da kann man natürlich in Zukunft noch was machen. Jetzt reagiert er auf den LKW hier, deshalb bremst er mir da und dann fährt er. Also verhält sich genau wie ein ID.3. Da ist jetzt kein Unterschied. Tasten sind auch größer. Mal schauen hier, ob ich die Sitzheizung ankriege. Ja, diese Kombination hier ist nicht ganz so. Jetzt habe ich es auf 1, also okay. Ja, man kann auch hier drücken. Wenn man da drückt, kommt man natürlich auch in das Menü, wo ich die ändern kann. Ja, die Lenkradheizung-Symbol ist hier gar nicht. Okay. Hat der keine Lenkradheizung? Muss er doch haben. So, ich muss hier ein bisschen bremsen. Da kommt nämlich jemand. Sonst hätte ich hier jetzt sogar den Travel Assist mal durchfahren lassen durch den Kreisverkehr. Das kann er ja. Er bremst ja doch so weit runter, dass man dann bloß lenken muss. Nicht übertreiben, Leute. Das ist ein
Ja, Zweiersystem sage ich immer. Also da muss man dann immer aufpassen. Ja? Also Autonomie Level 2, das heißt unterstützend nur und du musst selber noch fahren. Ne? Man kann natürlich das hier ständig aktivieren und ich zeige euch auch, das Auto hat nämlich sowas wie ein Navigate und Autopilot, Navigate und Travel Assist, weil er jetzt nämlich jetzt hier abbiegen will. Deshalb fährt er mir jetzt hier auch nicht schneller. Ja? Und tatsächlich, wenn ich jetzt hier rüberfahre, bremst er mir so weit runter. Sieht man jetzt hier auch schön in meinem Head-Up-Display, dass ich hier, ohne dass ich jetzt was tue, ich mache gar nichts, hier rumlenken kann. Ja? Also das funktioniert schon wunderbar. Also der Travel Assist guckt auch, wo er eigentlich hinfahren muss, weil hier wäre mir normalerweise die Strecke ja geradeaus weitergefahren. Also VW hat da durchaus versteckte Features. Das ist jetzt nicht ID.4 mäßig so, das ist eigentlich in allen drin, ne? Auch im ID.3. Ich check ja das nur, ob hier irgendwie was wesentlich besser ist. Ja? Also da ist jetzt kein Unterschied. So, jetzt muss ich hier mal etwas Stoff geben, weil da jemand ein LKW neben mir fährt. Geht auch, aber man merkt schon so ein bisschen, boah, ein bisschen behäbig ist das Auto. Ja, dann sollte ich doch vielleicht mal hier auf Sport schalten, ne? Also wenn ich das schon erzähle. So, wir fahren mal hier rüber und fahre auch gleich hier ganz rüber und gebe mal ein bisschen Stoffigkeit. Ja, jetzt gebe ich Vollstrom und tatsächlich, ja, kommt nicht viel. Okay. Also das Auto, sagen wir mal vom Gewicht her, 160 ist dann auch abgeregelt, 163 Anzeige. Man merkt schon, wäre schön gewesen, sie hätten es auf 180 gemacht oder ja, 180, aber 160 ist ein guter Kompromiss, sage ich gar nichts. Ansonsten hier mit Vollstrom rumfahren, ich kann auch noch einen Kickdown geben, da kommt jetzt natürlich nichts. Ja, wenn der jetzt schneller fahren würde, hätte ich keine Chance. Ja, 150 ist eine gute Reisegeschwindigkeit, ich sage ja gar nichts. Also, solange wir keine Geschwindigkeitsbegrenzung hier in Deutschland haben, ist das eigentlich so in Ordnung. Sportmodus, okay. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Wir fahren in Eco weiter. Jetzt haben wir natürlich hier wieder den Verbrauch hochgejagt, klar. Oh, Travel Assist ist noch an und fängt sich jetzt auch. Das Auto selber empfiehlt ja 130, ne? Also jetzt hat er hier auf 130 das einjustiert und damit fährt er jetzt auch da lang. Gut, also ich würde sagen, ID.4 ist ein bisschen untermotorisiert mit dem 150 kW Motor. Deshalb bin ich auch im Zweifel, was denn ein noch kleinerer Motor mit weniger Leistung, also ob der da noch Spaß macht, ob das wirklich dann für das Auto adäquat ist. Also ja, er wird natürlich günstiger, obwohl ich denke, eher der kleinere Akku macht den Preis, ne? Also ich denke nicht, dass das hier so viel Unterschied ist, wenn ich hier einen kleineren Motor reinbaue, ist dann eher ein bisschen besserer Verbrauch vielleicht, obwohl ich glaube es eigentlich nicht. Also ich kann jetzt so erster Fahreindruck, habe ich einen Eindruck, man könnte hiervon nochmal eine Sportversion gebrauchen mit ein bisschen mehr Power drin, aber einen kleineren Motor würde ich jetzt nicht nehmen. So, jetzt schauen wir mal hier übrigens drauf. Wie ist denn das so von der Reichweite? Wo sind wir denn gerade? Hallo? Ja, laden. Wir sind jetzt auf 66%. Also auch hier habe ich keine andere Anzeige übrigens. 244 Kilometer zeigt er mir jetzt an. Er ist auf 66%, also noch nicht bei 50%, zur halbe Miete, ne? Bisschen mehr, obwohl jetzt hier, wir würden ja dann anzeigemäßig wahrscheinlich auf 400 Kilometer hier auf jeden Fall, würde er mir dann anzeigen, nach letzter Fahrweise, denke ich mal. Was ist die reale Reichweite von dem Auto? Hätte ich auch gedacht, so bei 300, 350, wenn man 50 Kilometer Rest drin lässt, also 10% Akku oder sowas. Das würde ich mal jetzt auch abschätzen. Cool, mir ist irgendwie kalt, was ist hier los? Irgendwas ist mit der Klimatisierung nicht in Ordnung. Weiß auch nicht was. Ah, da ist die Lenkradheizung übrigens. Die ist nur auf dem Classic Climate zu sehen. Ich werde gefangen hier hinter dem Auto. Fahren wir mal raus. Ansonsten lassen wir das Auto tatsächlich jetzt hier im Travel Assist fahren. Na, fängt da die Spur sich? Schlecht gefangen, aber jetzt hat er sie. Ja, es ist aber wie beim ID.3. Also da sehe ich keinen Unterschied. Interessant für mich jetzt mal ein bisschen noch hier das Augmented Reality zu beobachten. Habe ich aber schon Videos drin gemacht mit dem ID.3 ja auch und das wird ja noch mehr kommen. Also, das lasse ich jetzt mal. Oh, er schaltet ihn selber hier irgendwann zurück. Ja, Klimaeinstellung. Irgendwie ist mir jetzt hier zu kalt. Keine Ahnung. Ich habe zwar alles auf Automatik, nur die Lüftung habe ich runtergeschaltet, damit die nicht so einen Lärm macht. Weiß jetzt nicht, 20 Grad. Ich müsste tatsächlich jetzt hier mal höher gehen auf 21. Da drüben zeigt er das übrigens nur deshalb an, weil meine Tasche da steht und die habe ich angeschnallt. Und
Und dann wird die natürlich als eine Person erkannt und dann hat er das hier. Normalerweise würde er das sonst hier auch automatisch erkennen und ausschalten. Ich kann jetzt hier tatsächlich auch noch zwischen hinten wählen. Aha, Rear mal gesperrt, hinten sitzt niemand. Ob in nee, hinten die Bedienung sperren ist, das glaube ich. Also cool, die hat da jetzt auch eine Anzeige drin und kann man dann klimatisieren. Wie komme ich wieder nach vorne? So, das ist schon interessant. Irgendwas föhnt mir hier trotzdem entgegen. Ich muss mal hier ein bisschen rumjustieren. Die Bedienelemente sind komplett gleich. Wir gehen mal hier rüber, wenn die hinter mir schneller fahren wollen. So, lassen wir das mal mit der blöden Fahrerei hier und gucken nochmal hier auf den Verbrauch. 25, bisschen viel. Ich fahre aber auch 130. Ich hatte auch die Erwartung tatsächlich, dass das Auto von der Form her natürlich irgendwie ein bisschen mehr Verbrauch dann auch hat. Gut. Fahrgefühl, Federung besser, eindeutig. Ja, also es muss ja einen Unterschied geben. Und es ist ein Vierer-Modell, das heißt auch, ich habe irgendwie mehr Komfort. Und das ist es auch jetzt, was ich jetzt hier drin merke, dass ich hier tatsächlich mehr Komfort habe. Sitze, habe ich auch das Gefühl, ein bisschen besser. Gut, die Farbe ist jetzt was anderes. Aber sonst so mit dem Leder und so, ja, auch vom Sitzgefühl her habe ich einen Eindruck, Sitz ist ein bisschen besser, aber nur marginal. Es liegt jetzt vielleicht auch eher tatsächlich an den Materialien als an dem Sitzgefühl so selber. Ja, ich hatte eher gedacht am Anfang mit der Kopfstütze ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, die ist aber eigentlich auch gut. Ja, da sage ich gar nichts. Aber so die Federung jetzt hier insgesamt, der Fahreindruck, der ist schon positiver, muss ich echt sagen. Ja, also da ist das Auto schon in der Nähe so von anderen Autos auch, die, wo man immer so sagt, wir gleiten dahin. Ja. Also das hat es schon so, jetzt in dem, bei niedrigeren Geschwindigkeiten hatte ich gar nicht so den Eindruck. Na, fängst du die Spur hier? Was ist los jetzt? Also der Travel Assist kann man noch verbessern. Hier sieht man auch die schöne Anzeige übrigens von daneben fahrenden Autos. Das ist ja auch in der 07er besser als in der 05er Version. Aber da kommen ja noch tausende von Videos dann mit meinem ID.3 wieder. Wenn ich die 07er endlich mal drauf habe oder die ME 2.1 dann sogar. Ne? Gut, jetzt wenn wir hier einfach mal so rausfahren und das Auto mal schauen lassen. Er bremst jetzt hinter dem LKW noch ein bisschen ab. Und jetzt fängt er sich die Spur. Oh, jetzt schluckert er da vorne. Und, na, ja, aber ist gut, kann er. Jo, also Fahrgefühl ist deutlich besser als im ID.3, also ja, Lenkung übernehmen, okay, also so von der Federung her. Ansonsten verhält sich das Auto tutti kompletti gleich, das kann man schon sagen. Ja. Also da ist jetzt kein Unterschied. Mein Stativ macht komische Geräusche. Hm. Gut, das nicht gut. Ja, also Federung ist besser, ansonsten Fahrgefühl ziemlich gleich. Das Auto ist auch nicht so, dass man jetzt einen Eindruck hat, jetzt fahre ich natürlich nicht selber, dass es hier irgendwie deutlich größer ist. Hat man gar nicht so das Gefühl. Also es ist weiterhin sehr handlich. Ja. Also hätte mir auch vorstellen können, auch für mich jetzt hier, ich kam ja ursprünglich vor inzwischen 5 Jahren von einem Opel Zafira mit 7 Sitzen. Also das war so das Auto, was ich eigentlich ablösen wollte. Da sagt ihr natürlich, das passt natürlich jetzt hier besser. Noch besser würde natürlich ein etwas größeres Auto noch kommen, also tatsächlich Model Y oder sowas, wo das auch wieder möglich ist. Ich weiß auch nicht, spielt dieses Auto jetzt wirklich in der Model Y-Klasse oder ist das so irgendwie dazwischen? Ich habe das Gefühl, VW hat mit ihren Autos ist immer so ein Zwischensegment unterwegs und kann dann auch beide Bereiche abdecken. Also beim ID.3 habe ich schon gemerkt, der Pure, die Pure Edition vom ID.3 spielt tatsächlich in so einer E-Corsa-Klasse oder in so einer Zoe-Klasse mit. Ja? Und dann die maximale Ausstattung dann mit dem Model 3 von Tesla plötzlich. Ja? Form natürlich alles anders oder so, aber eigentlich nur so Preis oder was dann so ein bisschen so auch von den Funktionen. Ja? Und der hier, der ist genau wieder auch anders, überdeckt sich mit dem ID.3 natürlich. Also ein bisschen kleinerer Akku, wenn du den drin hättest, jetzt nicht den großen, den ich jetzt hier habe. Und nachher in der oberen Bereich stößt er aber auch an das Model Y dran. Und deshalb ist auch ganz klar, glaube ich, von VW gewesen, wir müssen dieses Auto ziemlich schnell auf den Markt bringen, weil es deckt eine große Range ab und auch von den Käufern eigentlich so in die Richtung doch ein bisschen älteres Publikum noch als ein ID.3 vielleicht. Na, wobei einen das wundert,
die Werbung fahren bloß junge Leute mit dem Auto rum. Ne? Also ja, so würde ich es mal einordnen. Deshalb kann man tatsächlich abwägen, will ich dieses Auto oder will ich einen gut ausgestatteten ID.3? Wenn ich nämlich die Long Range, sagen wir mal jetzt hier, die große Batterie nehme, die 77 Kilowattstunden Batterie, die kriege ich im ID.3 halt nicht mit einer ordentlichen Konfiguration. Da habe ich hinten Einschränkungen, da habe ich nämlich nur zwei Sitzplätze hinten, keine ordentliche Anhängerkupplung und auch das Glasdach geht, glaube ich, inzwischen sogar, habe ich jetzt irgendwie gesehen, bin aber nicht ganz sicher. Ja, also ich fahre mal jetzt hier hinter und klemme ich da mal, weil ich da vorne abbiegen muss. So, klemme ich mal hinter den LKW kurz, Holger Laudelei mäßig, um mal ein bisschen Strom zu sparen. Also jetzt auf der Fahrt hier sind wir bei 24. Ja, das aber zwar noch abschließend zur Einordnung von dem Auto überhaupt und für wen ist das jetzt interessant. Also es ist total für die Leute interessant, die eigentlich sich für ein ID.3 interessieren, aber die große Batterie haben wollen und dann die Abstriche, die der ID.3 mit der großen Batterie hat, halt nicht haben wollen. Ja. Für die ist dieses Auto, denke ich mal, sehr interessant. Also eigentlich auch für mich. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, ich will die große Batterie, ich will nicht so oft aufladen. Das ist nämlich eigentlich das Einzige. Also wenn ich halt jetzt, ich fahre ja täglich 60 Kilometer normalerweise, ja, und da läuft dir halt der Akku in der Woche schon leer. Wenn du jetzt zu Hause natürlich eine Lademöglichkeit hast, eh jeden Abend das Auto ansteckst, ist das völlig wurscht. Ja. Macht er jetzt hier einen Rechtsüberholer oder nicht? Er ist jetzt auf der Ausfahrspur und überholt den rechts. Ah, okay, es ist ein Grenzfall. Schönes Augmented Reality. Ich muss doch nochmal irgendwann hier zeigen, wie es aussieht. Und, na, die Kurve kann er nicht. Jetzt schalten wir das Ganze auch mal aus. So, was mir jetzt tatsächlich hier irgendwie weiterhin auffällt, Display ist größer, muss ich halt sofort immer was sagen dazu. Also es sind ja jetzt die ersten Fahrten hier mit dem Auto und dann merkt man das noch. Später hat man sich dran gewöhnt. Das Display ist zwar größer, bringt aber keinen Mehrwert gerade. Also, ja, weil einfach nur das Ganze größer ist. Es ist, okay, ist das für ältere Leute? Keine Ahnung, nee. Also da müssen sie nochmal was machen, das auch einen Mehrwert bringt in der Form, dass da mehr Information dann ist. Ja. Ist jetzt hier noch nicht, also Schrift ist einfach nur größer. Ne? Also da hätte man auch machen können, das hier ist jetzt ein bisschen schmäler als im ID.3. Dafür ist die Navi-Ansicht irgendwie größer. Das hätte man sich nochmal überlegen können. Und auch hier vorne merke ich, es sind nicht mehr Kacheln drauf. Also du musst immer noch scrollen. Ich könnte die kleiner machen, dann würden sie alle drauf passen. Also das sind so Sachen, wo man im ersten Moment dann schon merkt. Kann jetzt sein, dass das in dem CarPlay anders aussieht. Da hatte ich nämlich den Eindruck, aber da müsst ihr nochmal zählen, dass man hier tatsächlich plötzlich mehr Kacheln hat, dass das CarPlay schon dynamischer ist. Ihr seht jetzt hier von der Größe her, ja, das ist also deutlich ein Unterschied. Ja. Machen wir hier mal gleich mal wieder Autopilot an. Travel Assist heißt es, Junge, Travel Assist. Ja, Travel Assist an, er lenkt aber nicht richtig. Jetzt hat er wieder. Also dass hier tatsächlich das CarPlay dann Nutzen davon hat. Sag mal, die Oberfläche hat ein Problem. Ist aber jetzt, ist das jetzt ein Problem von meinem Handy oder ist das ein Problem vom... Sag mal. Okay, na gut. Ah, zeigt mir jetzt auch irgendwas hier. Ich weiß nicht, wer hier fährt. Wieso ist jetzt hier ein Ton an? Nee, das will ich eigentlich gerade gar nicht. Nee, hallo. Ich sehe jetzt schon, also wir haben hier echt ein bisschen Probleme. Raus. Wir wollen ja gar nicht CarPlay fahren. Ne? CarPlay fahren meine ich mal separat. Oh, er zeigt hier schön jetzt Ladesäulen, sehe ich gerade. Das kommt aber ein bisschen von den Navi-Daten. Das sollten eigentlich alle machen. Na, aber hier sehe ich es jetzt nochmal deutlicher. Kann auch sein, dass die Version hier von dem 07 da besser die Ladesäulen anzeigt. Das sind natürlich die Trivial-Ladesäulen. Jetzt kann man vielleicht hoffentlich noch umkonfigurieren. Hier vorne ist mein Ionity. Sieht gut aus. Cool. Also ich könnte mir tatsächlich so erster Eindrucks vorstellen mit dem Auto, wenn ich so ein großes Auto bräuchte. Ja. Ich habe ja so ein bisschen Vorbehalte gegen die Form, obwohl ich jetzt hier denke, der ID.4 ist noch von der SUV-Form noch ganz gut gemacht so. Da gibt es Autos, die deutlich schwieriger aussehen, deutlich kantiger aussehen. Also da denke ich nicht, dass da jetzt irgendwie das Auto schlecht aussieht. Also da hätte ein bisschen was machen können. Wenn ihr das Video anguckt, wo wir das mal rundherum laufen, vorne die Front hätte man ein bisschen was verbessern können, weil es ist ja doch die gehobene Ausstattung. Also das bemängle ich schon ein bisschen, dass die... Vorne haben sie im Grunde dasselbe wie beim ID.3 gemacht, aber den Platz nicht genutzt, weil die Front ist ja doch, hat ja doch mehr Platz da vorne, ja. Und dass sie da keinen Frunk reingebaut haben, also das bemängle ich schon ein bisschen. Da wäre Platz dafür, für ein Ladekabel auf jeden Fall, eine bessere Abdeckung auch und vor allem, also
bessere Motorhaube da, ne? Also ja, aber das ist halt so, dass das Teuerste an diesen Autos ist tatsächlich die Batterie. Das muss auch jeder wissen, der rumkonfiguriert. Natürlich kosten einige Sachen 1000 Euro Aufpreis, aber die größere Batterie mal an sich, die kostet schon einiges mehr. Ja? Also das muss man immer wissen und deshalb immer so diese Reichweitenangstgeschichte. Ich plädiere tatsächlich im Moment für die mittleren Batterien. Ja, also auch ein Model 3 Standard Range Plus ist durchaus in Ordnung. Ja, kommt auf den Fahrbedarf so an. Weil auf Langstrecke, müsst ihr jetzt nochmal ganz klar überlegen, Langstrecke, was fährt man da? Da fährt man 200 Kilometer, sag ich. Das sind jetzt inzwischen vielleicht sogar bis 150 Kilometer, bis wieder die nächste Ladestation kommt. Real fährt man 2 Stunden am Stück. Dann muss man eh auf Toilette oder irgendeiner quengelt oder irgendwas ist los. Also, nach 2 Stunden macht man eigentlich eine Pause, sonst ist man eigentlich am Hetzen. Ja, also ein bisschen gechillter, wenn man ein bisschen gechillter unterwegs ist, ist man so nach 2 Stunden, macht man mal eine kurze Pause, kann danach nachladen. Hahaha. Nee, man geht dann auf Toilette, nach 5 Minuten fährt man wieder los. Nee, stoppt es mal, man fährt nach 10, man fährt nach 15 Minuten wieder los. Und das ist normalerweise der Bereich, in dem das Auto auch es hinbekommt, die gefahrene Strecke wieder aufzuladen. Kommt drauf an, das ist ein bisschen der Vorteil von dem größeren Akkus, die haben meistens auch eine bessere Ladeleistung. Ja, 125 hat der, glaube ich, hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob er 150 schon hat. Da ist vielleicht auch noch ein bisschen Toleranz bzw. Spielraum für VW, das nochmal später freizuschalten. Ja, das ist klar, aber ansonsten brauche ich nicht wirklich den großen Akku, um am Stück irgendwie die 353 Kilometer zu fahren. Das ist dann eher so ein bisschen Faulheit, weil ich halt nicht jeden Tag nachladen will. Aber das müsst ihr so ein bisschen abwägen. Ich sage es euch nur jetzt aus meiner 5 Jahre jetzt schon, die ich E-Autos fahre, großer Akku, kleiner Akku, alles, sage ich euch, man braucht den großen Akku nicht wirklich. Ja. Ein zu kleiner Akku ist leider auch nichts. Was ein bisschen ein Problem ist, bevor ich jetzt hier einparke und wir uns auf was anderes konzentrieren müssen, ist eigentlich, dass es sein kann, man hat einen Notfall und dann muss ich plötzlich mal 200 Kilometer fahren und mein Auto ist nicht vollgeladen. Das ist das Einzige, wo ich auch immer die ganze Zeit drüber nachdenke, wie kann man das entschärfen. Das muss man dann entschärfen, dass ich dann doch gucke, dass das Auto immer zu Bereich von 80% doch immer geladen ist täglich. Ja, oder du halt doch einen größeren Akku hast. Das ist das Einzige aber auch, diese Notfallgeschichte. Ansonsten brauchst du den großen Akku tatsächlich nicht, selbst nicht für Langstrecke. So, wir sind angekommen. Scheiben funktionieren auch gut und ich mache mal hier die Tür auf und wir fahren mal rein. Und ich wollte ja tatsächlich noch mal schauen, wie das ist mit dem Einparken. Genau, jetzt sind wir hier im Duschbereich. Wieso sind hier so viele Leute da? Da müssen wir mal uns eine Stelle gucken, die jetzt auch günstig ist dafür. Ist leider unten ziemlich voll geparkt. Wir fahren mal eine Etage höher, einfach gucken wir mal, dass wir irgendwo ein bisschen das ausprobieren können. Also das hat mich jetzt schon irgendwie begeistert vorhin. Okay, mal kurz hier ein bisschen heller machen wieder, ne? Also ich habe irgendwie eine Verzögerung hier auf dem Display immer noch. Das ist jetzt seltsam. Hat das größere Display jetzt tatsächlich hier ein Problem? Ah, da hinten. Okay, jetzt fahren wir mal da hinten hin. Ah, vielleicht sogar einen interessanten Vergleich da. Und parken hier mal ein. Haben wir wenigstens auf der einen Seite was, auf der anderen Seite nichts. Und gucken uns das mal an. Rückfahrkamera, die ist an sich jetzt auch cool. Oh, die lenkt auch ein bisschen mit. Was ist das denn? Das habe ich noch nicht gesehen. Eine mitlenkende Kamera, okay. Das sieht gut aus. Jetzt fahre ich hier ein bisschen nah an den ran, kann das sein? Das ist auch so, das möchte ich gar nicht. Fahren wir noch mal ein Stück vor. So. Bisschen ungewöhnlich, dass er da so ein bisschen mitlenkt. Und jetzt gucken wir mal diese andere Ansicht noch mal an, diese hier. Ja, also ich benutze solche Ansichten eigentlich nicht. Also hier müsst ihr vor allem gucken, kriegt man das auch größer? Ja, tatsächlich. Oh, oh, was dreht er denn jetzt? Das ist natürlich jetzt nicht gut. Hallo? Oh, oh, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt hat er mir hier die Umfeldansicht. Ist ja nett, aber die ist ja quer. Was soll ich denn damit? Na, wie kriege ich die jetzt wieder raus? Ich glaube, ich mache mal einen Vorwärtsgang nochmal. Moment mal. Jetzt nochmal Rückwärtsgang. Jetzt haben wir es wieder. Also so sollte es eigentlich sein, bloß ein bisschen größer. Wir fahren mal ein bisschen nach hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Ich versuche das nochmal hier ein bisschen heller zu machen. Hallo? Hallo?
Ja, ich habe hier echt Probleme, den Slider runterzukriegen. Sag mal, so. Na, jetzt komm. Richtig hell. Na? So. Jetzt nochmal die Rückfahr. Ha? So, jetzt haben wir es. Okay. Also, coole Ansicht hier. Mittlere, nee, habe ich noch gar nicht. Diese hier. Ah, das hat er ja immer scheinbar. Ah, guck mal. Also, wenn ich jetzt das hier habe, hat er diese Ansicht auf jeden Fall auch immer. Das ist noch so eine Weitwinkelansicht eigentlich hier. Ah, die irritiert mich jetzt eher. Die brauche ich jetzt nicht. Und das hier, was ist das denn für eine Zielansicht? Das ist ja auch interessant. Okay. Na gut. Ah. Also die Bird-View-Geschichte finde ich jetzt auch interessant. Jetzt das hier irritiert mich eher. Hallo? Also das Display hat leider irgendwie ein Problem. Die Reaktion. Ansonsten gut. Also ob das jetzt hier so sinnig ist, da das neben einem so zu sehen. Man sieht nicht super viel, aber es geht. Also er hat scheinbar überall Kameras. Das ist dann eigentlich das Interessante. Damit könnte es tatsächlich sein, hier muss man jetzt aufpassen, damit kann es tatsächlich sein, dass dieses Auto dann auch prädestiniert wäre für, wir machen es nochmal an, ja, prädestiniert wäre für autonomes Fahren. Okay, wir drücken auf Parken. Weil, warum kann der ID.3 vermutlich nie Level 3 richtig fahren, weil er zu wenig Kameras hat? Okay, Leute, soweit, so gut. Verbraucht 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gar nicht so schlecht jetzt für das Auto, für die Größe, für das, wie wir gefahren sind. Eine halbe Stunde sind wir gefahren. Unsere 30 Kilometer ist ziemlicher Standard. Wir haben jetzt im Stand immer noch irgendwie ein bisschen mehr als eine Kilowattstunde pro Stunde. Ja, die Einheiten, da muss ich VW das auch nochmal überlegen. Eigentlich brauche ich jetzt hier den Verbrauch im Moment. Der wäre dann aber nur in Kilowatt. Und nicht in Kilowattstunde pro Stunde. Ja, okay, da müssen die Experten mal wirklich sagen, ob diese Einheit in Ordnung ist. Früher stand ja hier wirklich da oben auch Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das war natürlich noch seltsamer. Vielleicht weiß VW es alles besser. Gut, erster Fahreindruck jetzt hier mal auf meiner Standardstrecke zur Arbeit. Normal gefahren mit dem ID.4. Und deshalb sage ich mal im Moment hier, ich kann mich auch in etwas heller machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Im ID.4 dann aber noch, ne? Jo, danke. Tschüss. Ja, das ist schön.